Der Lebensraum, der von den Meerestieren bewohnt wird, eröffnet ihnen vielfältige Möglichkeiten der Ernährung. Andererseits sind sie in ständiger Gefahr, von anderen Tieren als Nahrung betrachtet zu werden. Aus diesem Grund sind Eigenschaften, die ihrem Schutz dienen, lebenswichtig. Die Jagdtechniken und die Verteidigungsmechanismen dieser Kreaturen sind überzeugend. Obwohl sie keinerlei Bewusstsein oder Intelligenz besitzen, legen sie doch Verhaltensmuster an den Tag, die nur einer sehr guten Planung entspringen können. Einige schützen sich gegen ihre Feinde, indem sie andere Kreaturen imitieren. Andere verfügen über vergiftete Stachel. Wieder andere verstecken sich, indem sie die Farbe und Form ihrer Umgebung annehmen. Die Tarnung ist eine der interessantesten Techniken, die Meerestiere zu ihrem Schutz benutzen. Dank ihrer Tarnung können sich Fische für ihre Feinde unsichtbar machen. Ihre Körper verschmelzen in verblüffender Weise mit ihrer Umgebung. Manchmal so perfekt, dass es auf den ersten Blick nicht möglich ist zu beurteilen, ob dieses Wesen nun ein Fisch oder eine Pflanze ist. Einer der Fische, die sich durch diese Technik schützen, ist der Skorpionfisch. Es ist unmöglich, den Skorpionfisch von seiner Umgebung zu unterscheiden, wenn er bewegungslos in einem Korallenriff verharrt. Dank dieser Eigenschaft wird er nicht zur Beute größerer Fische. Dieselbe Eigenschaft erlaubt es ihm, aus dem Verborgenen heraus zu jagen. Dieser Skorpionfisch, ein hochinteressantes Exemplar, benutzt seine Klauen als Haken, während er schwimmt. Er bewegt sich über den Meeresboden, jederzeit bereit, einer möglichen Bedrohung zu begegnen, die plötzlich auftauchen könnte. Im Augenblick der Gefahr wühlt sich der Skorpionfisch erstaunlich schnell in den Sand, um sich zu tarnen, und ist nach wenigen Augenblicken nicht mehr zu sehen. Für den Beobachter ist es nahezu unmöglich, den völlig bewegungslosen Fisch auf dem Meeresgrund auszumachen. Ein anderer Meeresbewohner, der sich tarnt, ist die Krabbe. Sobald Gefahr im Verzug ist, vergräbt sie sich im Sand und verharrt so lange regungslos, bis die Bedrohung vorbei ist. Ihre Augen jedoch, die speziell für diesen Zweck ausgebildet sind, verbleiben oberhalb des Sandbettes, sodass die Krabbe genau verfolgen kann, was um sie herum vorgeht. Ein weiterer Meister der Tarnung ist die Flunder. Während sie dicht über dem Grund schwimmt, passiert etwas Hochinteressantes. Der Fisch erkennt die Farbe des Meeresbodens, über den er schwimmt, und nimmt sofort dasselbe Farbmuster an. Er kann seine Körperfarbe von leichtem Grau über sandigem oder felsigem Grund ändern bis hin zu einem tiefen Grün, wenn der Boden über und über mit Seetang bedeckt ist. Dieser Fisch lebt vorwiegend über sandigen Meeresböden und er kann seine Farbschattierung augenblicklich ändern, um vor jedem Hintergrund unsichtbar zu sein. Die Wassertiere, die wir bisher beschrieben haben, sind so beschaffen, dass sie zur Tarnung ihre Farbe, ihre Haut und sogar ihre Augen benutzen. Augen, die oberhalb des Meeresbodens bleiben, selbst wenn der restliche Körper im Sand vergraben ist, ermöglichen es ihnen, gefahrlos aus dem Versteck heraus ihre Umgebung zu erkunden, ganz ähnlich wie das Periskop eines U-Boots. Der Tintenfisch ist ein anderer Experte der Tarnung. Er kann das Farbmuster seiner Haut extrem schnell verändern. Die Farbveränderungen, die wir bei diesen Tieren beobachten können, sind ein klares Zeichen für die Existenz einer bewussten Verteidigungsstrategie. Es ist völlig klar, dass ein Fisch weder die notwendige Intelligenz noch das erforderliche Bewusstsein aufweist, das notwendig ist, um sich augenblicklich jedem Hintergrund anzupassen.
Selbst wenn wir unterstellen, dass er beides besitzt, wie kann er die notwendigen physiologischen Vorgänge kennen, um diese Wechsel herbeizuführen? Wie wird dieses Verhaltensmuster in einen Körper implementiert und was bewirkt den Ablauf dieses Verhaltensmusters? Ein einfacher Fisch, der weder über Denkfähigkeit noch über die Fähigkeiten zur Selbstwahrnehmung oder Vorausplanung verfügt, kann diese Eigenschaften unmöglich selbst erworben haben. Ebenso offensichtlich ist, dass die komplexen Systeme, die den Farbwechsel ermöglichen, sich nicht durch Zufall herausgebildet haben können. Der Schöpfer dieser Wunder der Natur ist Allah, der all diese Lebewesen aus dem Nichts erschaffen hat und sie mit angeborenen Verteidigungs- und Überlebensprogrammen ausgestattet hat.